versammelt den War. Ein War der Orks bedeutet Krieg von apokalyptischem Ausmaß. Unzählige Orks strömen von einer Welt zur nächsten. Ganze Zivilisationen werden ausgelöscht und die Armeen der Verteidiger in Fetzen geschossen, während die Orks wie eine Flutwelle unaufhaltsam alles überrollen. Orks brauchen den Kampf, so wie Menschen essen und trinken müssen. Aufgrund ihrer kriegerischen Natur kämpfen sie ständig untereinander oder ziehen aus, um wie Piraten über nahegelegene Feinde herzufallen. Dies sind in der Regel kleinere und lokale Konflikte. Sie gehen selten über willkürliche Gewaltausbrüche und Raubzüge hinaus. Ork-Populationen können jedoch eine kritische Masse erreichen, die zu einem ausgewachsenen planetaren Völkerwanderung führt. Dies ist als War bekannt, als ein Kreuzzug der reinen Aggression, der in einer Gewaltorgie durch ganze Sternensysteme fegt. Ein War beginnt normalerweise klein, sogar so klein wie ein einzelner Ork, der von Träumen voller Blutvergießen heimgesucht wird. Er wird seine Eroberungsträume in die Köpfe seiner Untergebenen hämmern und sie dann in Angriffen auf andere Meuten der Orks anführen. Mit jedem Sieg wächst die Legende des neuen Warbosses und weitere Anhänger versammeln sich unter seinem blutgetränkten Banner. Während er kämpft, um den Befehl über seine stetig wachsende Horde gegen einen nicht abreißenden Strom von Herausforderern zu behaupten, nimmt er die Armeen der Besiegten in seinen eigenen Stamm auf, und je weiter sich die Kunde von seinem Kampfgeschick verbreitet, desto mehr verdichten sich die tröpfchenweisen Verstärkungen zu einer wahren grünen Flut. Angezogen vom Ruf des Warbosses beginnen Max mit ihm zusammenzuarbeiten, und während der War größer wird, nehmen immer mehr seltsame Projekte Form an. Sie bauen immer größere Kriegsmaschinen und Kanonen für den War. Und aus nichts weiter als Schrott und unbeholfenen Enthusiasmus entstehen qualmspuckende mobile Festungen und titanische Kampfungetüme. Es tauchen immer mehr Gorgonauts und Morkonauts auf, denn ihre Piloten brennen auf den War. Ganze Mobs von MechBoys errichten hohe Gerüste, zwischen denen Stompers und sogar Garganten gebaut werden. Jene mächtigen Götzenbilder, die einen primitiven Trieb in den Orks entfachen, der wiederum den Fluss der unterbewusst von ihnen erzeugten War-Energie auf einen Höhepunkt steigert. In dieser Phase gibt es zwischen den verschiedenen Clans und Stämmen immer noch starke Rivalitäten, und jeder von ihnen versucht unaufhörlich, die anderen mit der bloßen Zerstörungskraft seiner Kriegsmaschinen zu übertreffen. Jene Mechs, die nicht über das Material verfügen, das für den Bau der großen Stompers und Garganten benötigt wird, schaffen stattdessen ganze Mobs aus schempert quietschenden Killer-Cans und Death-Dreads oder Battlewagons, von denen aus die Warbosse ihre Armeen in die Schlacht führen können. Schon bald erfasst der entstehende War Welten und nicht nur Kontinente. Ganze Bevölkerungen werden für die Fertigung von Munition für die Kanonen der Horde versklavt. Krude Fabrikschiffe und Kriegshulks werden zusammengetackert, um die Armeen der Orks besser in die Schlacht zu transportieren. Wenn die Horde der Verheißung des bevorstehenden Blutvergießens nicht mehr länger widerstehen kann, wird sie von einer todbringenden Leidenschaft erfasst. Unter einem Gebrüll, das dem Tosen wilder Ozeane gleicht, sammeln sich wimmelnde Ork-Armeen und schwellen immer weiter an. Die Himmel füllen sich mit primitiven, riesigen Ork-Raumschiffen. Der große Aufmarsch, der einer ausgewachsenen Ork-Invasion vorausgeht, ist ein Anblick, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ruß und Qualm tausender schmieriger Motoren erfüllen die Luft, während sich die Orks für die Schlacht sammeln. Unter schweren Rädern, rasselnden Ketten und den donnernden Schritten der Garganten erbebt die Erde. Die Armeen der Orks erstrecken sich über den gesamten Horizont. Über ihnen wehen die Banner, die ihren Namen und ihre Zugehörigkeit kundtun, und ihre Kriegsschreie sind meilenweit zu hören. Hochaufragende Gorgonauts und Morkonauts, bizarre Artilleriegeschütze und Kraftfeldgeneratoren summen, rasseln und sohren inmitten der grünen Masse. Weit verstreute Armadas rostiger Fahrzeuge wirbeln Gewitterwolken aus Staub in die Atmosphäre, während über ihnen Dackerjets vorbeifliegen und Kondensstreifen aus schmutzigem Rauch hinter sich herziehen. Heizers bringen ihre Motoren auf Touren und Boys feuern wild in die Luft, während sich vor der Armee ein Teppich aus Gretchens ausbreitet. Schon bald ist das Schlachtfeld unter dem endlosen grünen Meer kaum noch zu erkennen. Jeder Ork ist sich sicher, dass die Erde schon bald rot gefärbt wird. Hier ist die Macht des War als eine Welle roher Aggression greifbar, und die Orks glauben, dass Gorg und Morg erwartungsvoll aus dem Warp herabschauen, um zu sehen, wie sich ihre Krieger schlagen werden.
Dann stürmen die Orks wie eine gewaltige Einheit mit einem mächtigen Brüllen vorwärts und eine weitere Welt versinkt in einem unendlichen Krieg. Der große War. Im Imperium geht man zunehmend davon aus, dass die Orks innerhalb der letzten etwa 100 Jahre aggressiver und kriegerischer denn je geworden sind. Und die Anzahl der in allen fünf Segmenta verzeichneten Wars nimmt immer weiter zu. Imperiale Wissenschaftler vermuten seit langem, dass die Grünhäute schwache, unterbewusste psionische Fähigkeiten besitzen. Eine Art körperlicher Warp-Resonanz. Ork wissen natürlich nichts von solchen Dingen und sie haben auch kein Interesse an ihnen. Doch da es im Warp-Raum zunehmend turbulenter wird, werden auch die Orks immer angriffslustiger. Dieser Anstieg der Anzahl neuer Wars war hauptsächlich in der Nähe von Warp-Raum-Anomalien und in häufig von Warp-Stürmen heimgesuchten Regionen zu verzeichnen. Jedes Jahr gehen von diesen Gebieten hunderte von Grünhaut-Invasionen aus. Mitglieder des Ordo Xenos haben eine neue Tendenz in den Übersetzungen von Glyphenabfolgen entdeckt, die in Ork-Lagern vorgefunden wurden. Diese handeln immer häufiger vom Ruf von der Götters. Dieses Phänomen wird am stärksten von den nomadischen Morkanaut- und Gorkanaut-Piloten empfunden. Auch White Boys scheinen sich exponentiell zu vermehren und viele von ihnen behaupten, Gork und Mork seien ihnen in Visionen erschienen. Auf tausenden von Welten erheben sich die unheilvollen Umrisse der Garganten in die kriegsgebeutelten Himmel. Den Feinden der Orks bleibt nichts anderes übrig, als mit entsetzter Fassungslosigkeit zuzusehen, wie das als der große War bekannte Phänomen dazu führt, dass die Grünhäute die gesamte Galaxis überfluten und die schier unendlichen und nie zuvor erblickten Massen alles und jeden in ihrem Weg abschlachten. War Grug. Der Schlechter von Opistiria, der Fluch von Irok und die Geißel der Sanctus Reach. Dies alles sind Namen, die sich Warboss Grug Face Ripper durch seine blutige Taten verdient hat. Angeblich soll Grug von Gork selbst gesegnet sein und hat nicht eine Schlacht verloren. Der brutale Warboss zerschmettert eine Welt nach der anderen und ist immer auf den nächsten großen Kampf aus. Einst war Grug ein Orkboy im Schädelknackerstamm der Goths unter Krug, dem Tyrann, auf der Wüstenwelt Irok. Viele Jahre lang kämpfte er für Krugs Stamm gegen die Schlitzgrinser Bad Moons und verschwendete kaum einen Gedanken an etwas, das weiter entfernt war als sein nächster Kampf. Einst war Irok ein imperialer Planet gewesen und die zwei Stämme verbrachten viel Zeit damit, inmitten seiner Ruinen Krieg zu führen. Ihre Trucks und Bikes fetzten durch die glühend heißen Dünen und durch die skelettartigen Überreste der Makropolstädte. Selbst damals war Grug größer und stärker als die anderen Orks, und Krug hatte ein wachsames Auge auf ihn, um ihn wieder auf Kurs zu bringen, wenn er aus der Reihe tanzte. Die einzige Sache, die Krug davon abhielt, Grug in die tiefsten Dreckloch zu werfen, das er finden konnte, war der Umstand, dass der Ork in Kämpfen einfach viel zu nützlich war. Das Schicksal mischte sich in Grugs Leben ein, als es den Big Mac Mogrok nach Irok schickte. Der Mac war durch die Hände eines Freibeuterstammes dort gelandet, der entschieden hatte, dass es einfacher war, den Mac auf einen Planeten zu schießen, anstatt ihn für seine Arbeit an seinem Schiff zu bezahlen. Nun versuchte er aus Schrott sein eigenes Schiff zu bauen. Als Krug auf den Mac traf, wollte er ihm zunächst eine ordentliche Tracht Prügel verpassen, bis Mogrok ihn umstimmte. Mogrok überzeugte Krug davon, dass er ganze Sternsysteme erobern könne, statt auf irgendeinem im Nirgendwo gelegenen Planeten gegen ein paar Orks zu kämpfen. Es brauchte einige Zeit, doch schließlich entfachte der Mac in Krug einen Funken Ehrgeiz. Der Ork stürmte ins Gothfort zurück und prügelte sich bis in Krugs Bruchbude vor, wo er den Warboss niederschlug und dabei eine Herausforderung brüllte. Der Tyrann wehrte sich mit grausamer Brutalität und schlug Krug blutig. Die beiden Orks zerlegten das Fort bei ihrem Kampf. Schließlich bekam Krug mit einem donnernden Rückenhandschlag seiner mit Segen bewährten Energiekralle zu fassen und schleuderte seinen brutalen Herausforderer durch eine Lehmziegelmauer hindurch in den dahinterliegenden Hof. Krug bäumte sich über Grugs zerknautschter Gestalt auf und bereitete sich darauf vor, den Todesstoß zu führen. Krugs Wille zu töten brachte ihn im letzten Moment auf die Beine. Er ergriff die tosende Segerkralle des Tyrannen und zwang sie unerbittlich zurück. Grüne Sehnen bebten und Muskeln traten hervor, während die beiden Orks miteinander rangen. Doch Grug war stärker. Kurz bevor sein Arm mit einem morschen Knacken brach, weiteten sich Krugs Augen entsetzt. Und die brüllende Sägeklinge der Kreller
fraß sich hungrig in sein Gesicht hinein. Blut floss in Strömen und dies war die Geburtsstunde von Warboss, Krug, Face Ripper. Innerhalb einer Woche hatte Warboss Krug die Orks von Irok geeint und alle Rivalen vernichtet, die seiner Stellung hätten gefährlich werden können. Als er über dem gefallenen Warlord des Schlitzgrimser-Stammes stand, war Mogrok wieder da und erzählte Krug von einigen Welten in der Nähe, wo Kämpfe warteten. Da der Big Mac nun vollen Zugriff auf allen Schrott hatte, den er gebrauchen konnte, hämmerte er ein Schiff zusammen und machte die Freibeuters ausfindig, die ihn auf Irok ausgesetzt hatten. Er nahm Krug mit, um ihnen eine Lektion zu erteilen, und jene, die die folgende Schlacht überlebten, schlossen sich bald dem Warboss an. Irok lag am Rande des Sanctos-Subsektors und galt dem Imperium als tote Welt. Deshalb war es für den Sektorlord Vargan eine Überraschung, als sich eine Flut von Orks in seine entlegenen Systeme ergoss. Was mit vereinzelten Berichten und entstellten astropathischen Botschaften begann, entwickelte sich schnell zu einer Lawine verzweifelter Hilferufe. Gnadenlos verwüstete Krug die toxinische Dschungelmonde von Paolos. Er zerstörte die große Kristallkuppel seiner geheiligten Stadt und flutete sie mit Giften, während seine Krieger plünderten und töteten. Die Strafaußenposten Nachtend verwandelten die Orks das Gefängnis in einen riesigen Kampfplatz und warfen Squigs, Grotz und Boys hinein, während sie darauf wetteten, wie lange die Gefangenen gegen sie aushalten vermochten. Als Sektorlord Vargan seine Grenzflotte gegen Krug ausschickte, griffen die Orks sie inmitten eines Asteroidenfeldes an. Während sie sich gegenseitig in Fetzen schossen, wurden die Schiffe der Orks und des Imperiums unentwegt von Gesteinsbrocken getroffen. Die Orks rammten, beschossen und enterten Dutzend imperialer Schiffe. Mit jedem Überfall und jeder Schlacht stürmten Krugs Banner weitere Orks zu und seine Legende begann im Geiste Grünhäute auf der ganzen Breite des Sanctum- und Subsektors Wurzeln zu schlagen. Innerhalb weniger kurzer Jahre wimmelte es in einem Raumsektor, der allgemein als verlassen galt, vor Orks, die allesamt den Namen Krug in die Finsternis brüllten. Als Krug die Sanctus Reach erreichte, folgten ihm Milliarden von Orks. Dem Ork waren nur einige kleine Hindernisse im Weg, vor allem die Space Marine Welt Obsidia, die Heimat des Ordens der Obsidian Glaives. Unter der Führung ihres Ordensmeisters Mitnias, eines vernarbten Veteranen zahlloser Kriege gegen die Grünhäute, verteidigten 5 Kompanien des Ordens ihren Planeten. Trotz der Massen, über die Krug verfügte, versicherte Mitnias dem Sektorlord, dass er den Ork-Einfall aufhalten könne, bevor er sich noch tiefer in den Subsektor ergieße. Noch bevor Krug Obsidia erreichte, rasten Freibeuters und Mobs der Evil Suns voraus, um die Space Marines zuerst anzugreifen. Captain Duckbutt Flammenbauch war der Erste, der über den Planeten hereinbrach. Seine Killerkreuzer griffen die Orbitalverteidigung der Obsidian Glaives an. Hunderttausende von Orks erreichten trotz eines Hagels aus Flugabwehrfeuer die Oberfläche Obsidias und belagerten den Halbschattendorn, die Ordensfestung der Obsidian Glaives. Der Dorn war eine beeindruckende Festung, die sich hunderte von Metern über die verstrahlte Ebene von Obsidias Polarkontinent erhob. Ihre Spitze war ständig dicht umwölkt. In den 3 Jahrtausenden seit der Gründung des Ordens war sie niemals einem Feind in die Hände gefallen. Schon bald erkletterten Orks die Festungsmauern und brüllten Kriegsschreie, während die Space Marines von oben auf sie schossen. Zahlreiche Male knüppelten und ballerten sich Orks ihren Weg in die Festung. Mitnias führte persönlich Gegenangriffe, um sie zurückzuwerfen. Und 7 Tage und Nächte lang hielten die Obsidian Glaives die Orks auf. Der Verlust jedes gefallenen Space Marines war deutlich zu spüren. Und jeder geschändete Teil ihrer Festung war ein Fleck auf ihrem Ehrenkleid. Schließlich schien die Flut der Orks beim Morgengrauen des 8. Tages nachzulassen. Und die Space Marines hatten eine Atempause, in der sie ihre Toten bergen konnten. Dann traf Krug ein. Die Orks, die Obsidia bis dahin angegriffen hatten, waren bloß die äußerste Spitze des Roten War gewesen. Ein bitterer Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Als Mitnias von der Ankunft des Kriegsherrn erfuhr, wusste er, dass seine einzige Hoffnung darin bestand, Krug zu töten. Die Schlacht in der Schwarzschlucht war Mitnias letzter Versuch, den Warboss zu töten. Zuerst überrumpelten die Space Marines die Orks und töteten Tausende, als sie über die Horde herfielen. Doch dann begann sich die schiere Anzahl der Orks merkbar zu machen. Aus der Mitte der grünen Flut stieg Mitnias mit seinem Sprungmodul auf. Er schoss über das Schlachtfeld, um Krug anzugreifen.
So schnell raste seine Klinge auf den Hals des Orks zu, dass sie mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen war. Krug jedoch drehte im letzten Augenblick seine äußerste muskulöse Schulter in den Schlag. Als Mineas seine Klinge zu einem weiteren Schlag erhob, sprang Krug, noch immer vom Schmerz und Zorn brüllend, vor und schloss eine fleischige Faust um die Klinge. Der Ordensmeister brachte seine beachtliche Stärke gegen den Ork auf, um das Schwert zu befreien. Doch Krug drehte sich gegen das Gewicht des Space Marines ein, verpasste ihm einen donnernden Aufwärtshaken, der Mineas Helm mitsamt seinem Kopf sauber von seinen Schultern riss. Das war das Ende der Obsidian Glaives. Selbst nach dem Tod ihres Ordensmeisters versuchten die Space Marines noch 3 weitere Tage lang, ihre Welt zu verteidigen. Gegen die überwältigende Zahl von Krugs Horden führten sie einen Kampf, den sie nicht gewinnen konnten. Als Obsidia niedergeworfen war und die Sanctus Reach in Flammen stand, leistete nur noch Alaric Primus Widerstand und der rote Vor sammelte sich ein weiteres Mal zum Krieg. Als Krugs Legende wuchs, strömten viele Orkstämme seinem Banner zu, die danach gierten, in den großen Schlachten zu kämpfen, in die sie diese neue Kriegsherr führen würde. Was mit 2 Stämmen und einigen 1000 Boys auf Irok begonnen hatte, wuchs zu einem War an, der einen ganzen Sektor umfasste und aus Milliarden von Orks bestand, die ganzen Welten Vernichtungen und Tod bringen konnten. Nachdem er Gefallen an der Macht gefunden hatte, machte Krug sich innerhalb einer einzigen blutigen Woche alle Stämme von Irok gefügig. Als er bereit war, zu den Sternen aufzubrechen, hatte er bereits eine beträchtliche Streitmacht unter seinem Befehl. Und die wenigen verbleibenden Grünhäute, die dumm genug waren, ihm im Weg zu stehen, wurden unter den trampelnden Schritten seiner Anhänger zertreten. Der Big Mac Mogrok war immer in der Nähe. Er stellte sicher, dass Krug die besten Welten angriff und sorgte dafür, dass keiner der Stämme aus der Reihe tanzte. Mogrok ist von technologischer Inspiration verschiedenster Art erfüllt und scheint immer noch einen weiteren Trick in seinem Schrottbeutel parat zu haben. Oft holt er in letzter Minute etwas hervor, um das Schlachtenglück zugunsten von Krug und seinen Boys zu wenden. Als Krugs Schädelknackers während der Schlacht der Knochenbrühe von Rebellengrotz des Rotzehem-Stammes in einem Hinterhalt gelockt wurde, war es Mogroks Schocktraktor Truck, der die kleinen Krieger aufsaugte und sie wie grünes und rotes Konfetti durch die Wüste wirbelte. Die Schädelknacker-Boys der Goths ahmten Krugs geistlose Wut nach und wurden böser denn je. Überall, wo der ungeschlachte Warboss sich in den Kampf stürzte, waren stets Dutzende seiner Boys in der Nähe. Ihre gebündelten grünen Muskeln und ihre grausamen Knopfaugen spiegelten die Wut und Gewalt ihres Anführers. Im Laufe der Zeit bildeten die größten und stärksten Schädelknackers eine persönliche Leibwache für Krug. Die Schädelnobs sind mit Namen und Trophäen ihrer zahlreichen Siege übersät. Einst war die Feuerkraft des Flashgits der Fluch der Schädelknackers. Jedenfalls so lange, bis Krug sie stattdessen gegen seine Feinde zum Einsatz brachte. Besonders Captain Duckbutt erkannte eine gute Gelegenheit, wenn sie sich bot, und ergriff sie. Er schlug sich auf Krugs Seite und war an allen Blutbädern und Plünderungen beteiligt, die auf dem Weg zum Sanctus Reach verübt wurden. Duckbutts Stellung bei Krug wurde auch dadurch gestärkt, dass der Warboss seine Schiffe benötigte, wenn er Irok jemals verlassen wollte. Viele der Orks auf Irok rasten auf mechanischen Streitrossen in die Schlacht, die aus den verrosteten Überresten der Makropolstädte dieser lange verlassenen menschlichen Welt bestanden. Die aufheulenden Motoren von tausenden Bikes kündigten das Eintreffen des Stammes an. Da es auf Irok unglaublich viel Schrott gab, bauten die Mechs nicht nur Bikes und Battlewagons für ihre Bosse, sondern auch haufenweise Trucks für sich selbst, um den Schrott in ihre Werkstätten schleppen zu können. In den meisten Kriegen auf Irok, die sich auf Krugs Aufstieg ereigneten, ging es um Schrott. Orks aller Stämme kämpften um und mit verborgenen Metall- und Maschinenteilen. Mehr als ein Ork wurde während dieser turbulenten Zeit mit einem Reifen zu Tode geknüppelt oder von rostigen Bikegabeln durchbohrt. Als Krug Irok hinter sich lassen konnte, plünderte er Welten überall entlang der Ränder des Sanctum-Subsektors und sammelte dabei immer mehr Orks hinter sich, die sich seinem ungehemmten Wüten anschlossen. Angelockt vom Versprechen von haufenweise Zehen und Krieg von unvorstellbarem Ausmaß, schlossen sich Tausende von Freibeuters Krug an. Ihre Schiffe erlaubten es ihm, überall und zu jeder Zeit zuzuschlagen. Duckbutt war der erste Freibeuter, der sich Krug anschloss. Duckbutt war der erste Freibeuter, der sich Krug anschloss.
Er und seine Piraten bildeten die Vorhut der Orkplünderer. Dagbards Schiffe hatten jahrelang die Irok umgebenden Welten geplündert und dabei die rücksichtslose Gewalt an den Tag gelegt, die für jeden Freibeuter typisch ist, der seinem blutdürstigen Ruf gerecht wird. Als Grog den Käpt'n die Möglichkeit bot, an den Reichtümern der Schlacht teilzuhaben, war Dagbard schnell überzeugt. Jene Welten, die einst zu gut verteidigt oder zu stark gewesen waren, als dass die Freibeuterflotte sie alleine hätte angreifen können, würden nun unter Grogs fleischiger Faust fallen. Unermessliche Reichtümer zogen Gashrak zu Grogs Vor, und er wurde Warboss des Schlitzgrinser-Stammes. Nachdem Grog ihrem letzten Boss den Schädel eingeschlagen hatte, waren die Angehörigen des Schlitzgrinser-Stammes reif für etwas rabiate Führung und fügten sich Gashrak-Schrasch. Nach althergebrachter Tradition des Clans der Batmoons bestach er die meisten Nobs der Schlitzgrinsers mit den besten Waffen und Spalters, die man mit Zähne kaufen konnte, um sich die Führung des Stammes anzueignen. Jene, die sich nicht fügten, wurden schnell zum Ziel der neuen Waffen ihrer ehemaligen Kameraden. Um Planeten anzugreifen und Schiffe zu entern, braucht man große, gut gerüstete Orks, und die größten, am besten gerüsteten Orks in Grogs Gefolgschaft waren seine Schädelknacker Meganobs. Nur die härtesten Schädelnobs verdienten sich einen Platz unter den Meganobs. Sie waren die ersten, die Megarüstungen erhielten, doch sie mussten nicht nur stark genug sein, um sie zu tragen, sondern auch fies genug, um sie zu behalten. Mit all seinen Zähnen und Verbindungen bekam Gashrak eine Schwadron Duckerjacks zusammen. Ihre kreischenden Triebwerke erfüllten die Luft über den Welten, die Grog angriff. Die Schlitzgrinser Duckerjets waren berüchtigte Angeber und verbrachten fast ebenso viel Zeit mit Fassrollen und Sturzflügen wie damit, zu den von Grog genannten Orten zu fliegen. Dennoch fielen die Duckerjets wie Heuschrecken über die feindlichen Flieger her, sobald diese auftauchten. Die Geräusche ihrer hämmernden Waffen und heulenden Jets erfüllten die Luft. Als Grog die Sanctus Reach erreichte, stand er an der Spitze eines brüllenden, geröllenden Meeres aus Grünhäuten. In diesem tummelten sich Millionen von Orks, welche die Aussicht auf eine Schlacht, die größer war als alles, woran die meisten von ihnen zuvor teilgenommen hatten, in eine wahnsinnige Raserei trieb. Ohne es selbst beabsichtigt zu haben, vielleicht aber durch Mokrot herbeigeführt, befehligte Grog nun einen mächtigen War. Der Warboss Batfrak führte viele von Grogs gepanzerten und waffenstarrenden Karrens, von denen man viele Dimensions geklaut, danach aber noch tödlicher gemacht hatte. Häufig waren Batfraks geklaute Karrens die ersten überhaupt auf der Oberfläche eines von Grog überfallenen Planeten. Sie rumpelten vorwärts und alles in ihrem Weg wurde von einem ansteigenden Flut aus verrosteten Metall und flammenspuckenden Rohren zerschmettert. Auf Phenos 9 führte Batfrak den Angriff über die uralte Energiebrücke, welche die Hauptmakropole mit dem vom Dschungel überwucherten Festland verband. Batfrak durchstieß die Verteidigung des Imperiums und sorgte dafür, dass eine Menge feindlicher Panzer von der Brücke stürzte und in das 100 Meter Tiefe liegende wallende Meer fiel. Nach der Schlacht setzte Batfrak Mobs von den kabelgebundenen Grotz ein, um die Wracks herauszufischen, damit er sie erneut einsetzen konnte. Flügelklopp war Himmelsboss der Fliegerboys, einer großen Formation aus Duckerjets, Burner-Bombers und Blitzer-Bombers, die als Vorhut des Roten War die Lüfte verdunkelten. Flügelklopp war so begierig darauf, ins Gefecht zu kommen, dass seine Boys ihre Flieger an der Außenhülle von Schrottschiffen befestigten und sie losschnitten, wenn sie durch die Atmosphäre ihres Planeten fielen. Dann suchten die Fliegerboys die Lüfte der Welt heim, schossen alles ab, was ihnen ins Visier geriet, und warfen Bomben auf Ziele am Boden ab. Flügelkopf selbst wurde berühmt-berüchtigt für seine den Tod herausfordernden Tiefflugangriffe über den Schlachtfeldern. Sein Duckerjack flog nur wenige Meter über den Köpfen der verdutzten Orks und ihre entsetzten Feinde vorbei. Im Roten War tummelten sich sehr viele Snakebites, doch Bogrod Knochen und sein Tierchen, der gigantische Squigophant Stammvieh, waren die schlimmsten von allen. In der Schlacht wurde Stampfi seinen Namen gerecht. Er zertrampelte ganze Kompanien unter seiner Masse und bemerkte das von ihm angerichtete Durcheinander häufig nicht einmal. Mit ihrem kleinen Gehirn vermochte sich die Bestie jedoch immer nur auf eine Sache gleichzeitig zu konzentrieren, weswegen sie schnell in Verwirrung geriet. Dann schrie und brüllte Bogrod Knochen, während er versuchte, Stampfi dorthin zu dirigieren, wohin er wollte. Der Squigophant sah oft etwas Glänzendes und donnerte in einer zufälligen Richtung davon.
Dies passierte während des Roten War mehrmals. Entweder wendete das große Monster unbeabsichtigt das Schlachtenglück oder richtete unter den Orkhorden ein Blutbad an, wenn es gewaltsam über seine eigene Verbündeten hinwegstampfte. So passierte es auch auf Sibyl III. Stampfi brach die Festung auf, als er die glänzenden Orden auf der Brust des Befehlshabers der imperialen Armee erblickte, der das Fort befehligte. Der Offizier winkte und schrie von der Mauerkuppe aus seinen Männern zu und bemerkte nicht, dass er den Squigophanten anlockte. Stampfi bahnte sich mit Kopfstößen einen Weg durch die Mauer und verfolgte den von Angst erfüllten Befehlshaber, der die 7 Stockwerke der Festung emporrannte, Tore hinter sich zu schließen versuchte und Männer Befehle gab, ihm bei seinem Kampf Deckung zu geben. Am Ende trieb Stampfi den Offizier im Herzen der Zitadelle in die Ecke und zermalmte ihn, während Tausende von Orks durch die Breschen strömten, die er hinterlassen hatte. Auch wenn keiner der anderen Orks sie mochte, trugen die White Boys wie Großrott ihren Teil zum War bei, indem sie mit ihren rohen psionischen Energien Köpfe platzen ließen. In der Schlacht spielen die von der Macht des War überwältigten White Boys rohe Warp-Energien aus, wenn ihre psionischen Kräfte Amok liefen, konnte dies alles mögliche unvorhersehende Folgen haben. Köpfe platzten wie überreiche Früchte, Gliedmaßen zerbrachen wie Zweige und Organe zerrissen, wenn pulsierende Energieschockwellen aus den Wild Boys herausbrachen. Großrott war der schlimmste von ihnen und andere Orks hielten sich nicht gerne in Nähe des merkwürdig aussehenden Wild Boys auf. Selbst dann nicht, wenn er mal nicht zuckte und wie ein hirngeschädigter Grott lallte. Seltsame Dinge verfolgten Großrott wie ein bleibender Gestank, murmelnd und knirschend. Großrott selbst schien das nicht zu stören, da ohnehin ständig irgendwas vor sich hin murmelte und mit Dingen sprach, die nur er sehen konnte. Grog hatte haufenweise Goffs in seinem War, und Goff-Boss Drog erhielt den Auftrag, sie über der Stange zu halten, damit sich der Warboss einfach darauf konzentrieren konnte, Sachen kurz und klein zu hauen. Goffs haben die Angewohnheit, über die Stränge zu schlagen, wenn sie eine Keilerei wittern. Meistens störte es Grog nicht, wenn die Boys nicht das taten, was man ihnen befahl, solange sie sich nur nicht gegenseitig in den Weg standen. Wenn es ihm doch einmal wichtig war, stellte er sicher, dass Drog in der Nähe war, um die Ordnung wiederherzustellen. Auf dem Planeten Absidia setzte Grog seine Goff-Horden ein, um der Verteidigung des Minus Torum das Rückgrat zu brechen. Drog stellte sicher, dass die Boys sich auf Absidias Abtei der feurigen Morgenröte konzentrierten. Er trieb Mobs zusammen, die davon abgelenkt waren, die friedliche Landschaft des Planeten abzufangen, und schickte sie den Berg hoch auf die Festung der Menschen zu. Auch die listenreiche Taktik, die großen, die Abtei umgebenden Statuen zu benutzen, um ihre Mauern niederzureißen, stammte von Drog. Begleitet vom ohrenbetäubenden Jubel der sich sammelnden Orkhorden wurden sie umgestürzt. Der Big Mac Mogrock versorgte Grog mit einem riesigen Artilleriearsenal aller Kaliber, das so umfangreich war, dass man es Rad an Rad meilenlang aufstellen und gigantisches, wenn auch eher unberechenbares Speerfeuer legen konnte. Zu Beginn der Schlacht um Sanctus Reach ließ Mogrocks Freibeuterarmada mit Waffen aller Form und Größen beladen, die man toten Falten abgenommen oder aus Schrott zusammengehämmert hatte. Oft war es unmöglich zu wissen, was aus dem Rohr einer Kunde herauskommen würde, bis man sie abfeuerte. Es gab jedoch ein Problem. Die Grotz, die die Kanone bedienten, hatten keinen Schimmer davon, wie man sie abfeuerte. Ständig warfen die Grotz Blicke über ihre Schultern, um zu sehen, ob der Rundherd beabsichtigte, ihnen einen Schlag zu verpassen. Häufig verbrachten sie die ersten paar Minuten der Schlacht damit, sich mit den Waffen herumzuschlagen und zu versuchen, die jeweilige Funktionsweise zu begreifen. Nichtsdestoweniger war das Ergebnis immer verheerend, entweder für den Feind oder die Grotz. Grogs geschätzte Gorgonauts standen in furchterregender und wohlverdientem Ruf, spektakuläre Blutbäder anzurichten. Diese hoch aufragenden Todesmaschinen waren in jeder Schlacht an vorderster Front und ihre Krallen und Waffen versetzten den Feind immer wieder zu. Im Inneren ihrer gut gepanzerten Rümpfe versuchten die grinsenden Nobs unaufhörlich, sich gegenseitig auszustechen. Sie töteten Feinde auf immer spektakulärere Weise und lieferten sich Rennen miteinander, wenn es darum ging, als Erster im Kampfgetümmel zu sein. Am Ende des Krieges hatte jeder Gorgonaut eine beeindruckende Anzahl von Abschüssen gesammelt. Schlitzgrinser Bad Moons. Alle Orks der Bad Moons stehen im wohlverdienten Ruf, ebenso stolz auf ihren Zaster zu sein, wie auf ihre Fähigkeiten in der Schlacht. Der Schlitzgrinser-Stamm gehört zu den schlimmsten von ihnen und hatte in den letzten Jahren haufenweise Zähne zusammengetragen.
Gashrak, der Blitz und seine Stützgrinsers folgen der von Grug und dem Roten War gesäten Spur der Zerstörung und können es in Sachen Größe und Status mit Grugs eigenem Stang aufnehmen. Jahrelang bestritten die Stützgrinser Batmoons ihr Leben auf Irok und lieferten sich Scharmütze mit ihren Rivalen von den Schädelknackers. Ihr Warboss Skuckfing begnügte sich damit, seine Boys ins Handgemenge mit den Goffs zu führen und dabei ein paar Zähne zu verdienen, für die er bei Freibeuters glänzendes Zeug kaufen konnte. Die großen Waffen des Clans hielten die Schädelknackers in Schach und Skuckfing machte gerne Witze über den armen alten Krug, den Tyrannen, der sich keine gute Wumme leisten konnte. Der Schlitzgrinser-Stamm war vielleicht nicht groß, aber er hatte das meiste Geld. Und weil er gleichzeitig auch die größten Waffen besaß, konnte er andere Orks daran hindern, es ihm abzunehmen. All dies änderte sich, als Grug Mogrok traf und sich entschied, sich die Führung über die Orks auf Irok anzueignen. Skuckfing hatte gerade erst vom Tod seines Rivalen gehört, als Grug und seine Kumpanen sich mit Gewalt Zutritt zum Lager der Batmoons verschafften. Der Goff-Kriegsherr opferte zahlreiche Boys, als er angriff, um Skuckfing festzunageln, sich auf seine Brust zu stellen und ihm auf widerliche Weise das Gesicht vom Schädel zu reißen. Mit einem einzigen blutigen Schlag gingen die Schlitzgrinsers in den Schädelknackers auf und Grug übernahm die Führung des Stammes. Anstelle von Skuckfing versuchte sich ein Haufen Nobs gewaltsam den Weg an die Spitze zu bahnen, doch keiner von ihnen konnte es mit der schieren Aggression und der gewaltigen Größe von Grug aufnehmen. Zersplittert und führungslos wurden die Schlitzgrinser schwächer als die Schädelknackers. Grug machte sich die riesige Kanone und aufgemotzten Waffen des Stammes zunutze und brauchte seine Vorräte für den Aufbau seiner Horde auf. Außerdem verschaffte der Schlitzgrinser-Stamm Grug Zugang zu den Freibeuters des Sanctum-Subsektors, was dem Ork Warboss eine Möglichkeit gab, Irok zu verlassen und in den Weltraum aufzubrechen. Natürlich ist der Geschmack von Freibeuters ebenso extravagant wie jener der Batmoons. Und so begab es sich, dass sich das Schicksal des Schlitzgrinsers erneut wendete, als Grugs Horde zu den Sternen aufbrach. Einst war Gashrak, der Blitz, der erste Maat von niemand anderem als dem berühmten Orks-Piraten Captain Badrug. Gerüchten zufolge konnte selbst Badrug Gashraks arrogante Überheblichkeit nicht mehr ertragen und zwang ihn deshalb zum Verlassen seines Schiffes. Gashrak machte sich allein auf den Weg und hatte seine kleine Kreuzerflotte versammelt, mit der er den Sanctus-Subsektor heimsuchte, als Grug Irok verließ. Gashrak erblickte eine Möglichkeit zur Vergrößerung seines Reichtums und auch für einen guten Kampf, also kreuzten seine Wege zufällig die des Goff-Warbosses, dem er seine Dienste anbot. Es war reiner Zufall, dass die Freibeuter die Schlitzgrinser Batmoods kennenlernten, doch als es passierte, wussten die Orks sofort, dass sie einen Anführer getroffen hatten, von dem sie profitieren konnten. Gashrak war unter den Orks so etwas wie eine Ausnahme von der Regel. Er war stets sauber, seine Ausrüstung auf Hochglanz poliert und seine farbenprächtige Rüstung und Kleidung strahlend und unbefleckt. Tatsächlich ging Gashraks Obsession für seine Ausrüstung über sein persönliches Erscheinungsbild hinaus und erstreckte sich auch auf seine Schiffe und Waffen, die er allesamt polieren ließ, bis sie schimmerten. Gashrak setzte Mobs von Grotz ein, um seine Ausrüstung im tadellosen Zustand zu halten. Sobald seine Rüstung einen Kratzer bekam oder ein Stiefel ihren Glanz verloren, war ein Grotz zur Stelle, um sie zu polieren oder, wenn es dazu nicht in der Lage war, Ersatz heranzutragen. Der Freibeuter prahlte damit, dass er keine Waffe mehr als einmal benutzt habe. Er war so reich, dass er seine Wumme nach jeder Salve wegwarf. Ein Waffenträger-Grott hastete nach vorne, um ihn eine neue anzubieten. Die Mischung aus Arroganz und Eitelkeit waren genau das, was die Schlitzgrinsers wollten, und ihre Nobs und Boys schlossen sich Gashrak an, dem sie dem Namen Da Blitz gaben. Im Gegenzug stellte er sicher, dass niemand die Schlitzgrinser Batmoons mit irgendeinem anderen Ork-Mob verwechseln konnte. Und wenn sie auftauchten, stand er außer Zweifel, dass sie die reichste Horde weit und breit waren. Der Freibeuter umgab seinen Stamm mit Mechs, die er stetig mit Zähnen und Schrott versorgte, sodass er immer die beste aufgemotzte Ausrüstung zur Verfügung hatte. Gashrak verteilte diese ausgewählten Teile unter seinen bevorzugten Boys. So stellte er sicher, dass die Schlitzgrinsers immer die besten Waffen, Panzers und Rüstungen hatten und die anderen Stämme konnten ihnen nur neidische Blicke zuwerfen. Zu diesem Zeitpunkt kamen dem Freibeuter die ersten Funken einer Idee, wie er zum reichsten Warboss aller Zeiten werden konnte.
Indem Magruks War in die größten Schlachten folgte und sich auf die furchterregende Feuerkraft des Schildgrinsers verließ, konnte er die Verluste seines Stammes gering halten und sicherstellen, dass alle Beute letztendlich in den Frachträumen seiner Schiffe landeten. Kurz nachdem Grug mit den Plünderungen der Ränder des Sanctum-Subsektors begann, reimte sich Gashrak zusammen, dass er den zielstrebigen Goff dazu überreden konnte, seinem Schlitzgrinserstamm den Kampf gegen die auserlesensten Feinde und die besten Teile einer Welt zum Angriff zu überlassen, solange er sich nicht den Zorn des großen Warbosses zuzog. Was schon eine große Leistung war. Auf den Monden von Palos plünderte Gashrak die Diamantenminen der Welt, während Grugs Mobs sich gewaltsam ihren Weg in die Kuppelstädte bahnten. Die Mechs des Stammes konnten die Edelsteine als Linsen und Munition für aufgemotzte Blasters oder größeren Waffen und die Painboys konnten den reichsten Nobs neue glänzende Zähne verpassen. Auf dem Gefängnisplaneten Nachtend machte der Schitzgrinserstamm haufenweise Zähne mit Grubenkämpfen. Gashrak schoss persönlich einen besonders zähen Gefangenen in Stücke, als es so aussah, dass er die Gewinnchancen durcheinander bringen könne. Mehr als einmal verfrachtete Gashrak Grugs Beute zur sicheren Verwahrung in sein eigenes Schiff und wartete ab, bis die Aufmerksamkeit des Warbosses von einem anderen Kampf beansprucht wurde. Wenn Morgrog nicht genau dasselbe getan hätte, hätte er Gashrak wohl herausgefordert, weil dieser den roten War für seine eigenen Ziele zu benutzen versuchte. Tatsächlich konnte Gashrak Morgrog und seinen Mech-Anhängern aufgrund der Effektivität der aufgemotzten Bewaffnung des Schlitzgrinserstammes dazu bringen, mehrere Gorkanauts und Morkanauts für die Schlitzgrinsers zu bauen. Der Freibeuter brachte es sogar fertig, Ansprüche auf einen von Morgrogs Stompers zu erheben, und schon bald wurde der Schlitzgrinser von einer immer weiter heranwachsenden Horde von rauchspuckenden Läufern in die Schlacht begleitet. Die Schlitzgrinser Badmoods sind wohl die am besten ausgerüsteten Orks, die man finden kann. Und tödlich im Kampf. Da muss man nur ihren Warboss, den legendären Gashrak der Blitz, fragen. Gashrak ist der Warboss der Schlitzgrinser Badmoods, der reichste Ork der wohlhabendsten Stamm im ganzen Sektus Subsektor. Die jahrelange Plünderung von Welten im Gefolge von Warg Grug haben Gashrak Frachträume mit allen möglichen Waffen und Ausrüstungsteilen gefüllt. Der zum Warboss gewordene Freibeuter hat das Schicksal der Schlitzgrinser Badmoon-Stammes gewendet. Gashrak ist der einzige Ork, der sich Kudraks lächerliche hohe Sätze leisten kann. Er versorgt den Painboy mit Zähnen, damit er die Boys der Schlitzgrinsers zusammenflickt. Häufig bedeuten einem Ork zusammenzuflicken, dass man ihn auf irgendeine neue und ungewöhnliche Art verbessert. Kudrak ist bekannt dafür, dass er völlig gesunde Gliedmaßen abhackt, um sie durch etwas Besseres zu ersetzen. Gashraks Flash-Gits haben nicht nur die größten Waffen mit dem heftigsten Wumms, sondern auch die glänzendsten. Gashrak stellt sicher, dass seine Boys das beste Zeug aus Grugs Beute bekommen. Und häufig bemerkt der Warboss nicht, dass der Freibeuter sich die besten Sachen abschöpft. Oft besteht diese geschätzte Beute aus Waffen oder Teilen, aus denen man größere Waffen bauen kann. Und die Boys der Schlitzgrinsers zahlen den Mechs haufenweise Zähne, damit sie noch stärker machen. Selbst im Schlitzgrinserstamm gibt es einige Orks, die als arm gelten und abgebrochene, stummelige Zähne haben. Diese Boys müssen Zeug stehlen, um reich zu werden und geben deshalb die besten Looters ab. Außerdem gehören sie häufig zu den ersten Orks, die auf die Schlachtlinie des Feindes treffen. Nicht weil sie am tapfersten sind, sondern weil sie sicher gehen wollen, dass sie nach dem Kampf als Erste die Beute durchwühlen können. Gashrak mag Stormboys, denn so wie er selbst halten sie sich selber gerne sauber und polieren ständig ihre Ausrüstung. Allerdings kann er sich einfach nicht daran gewöhnen, dass sie darauf bestehen, ihm zu salutieren, wenn er vorbeiläuft. Todquetscher ist ein Gorgonaut der Schlitzgrinsers und ist ein gutes Beispiel für eine orkige Todesmaschine. Der trampelnde Läufer ist für Gashraks Stamm immer ein gern gesehener Anblick. Sein anfälliger gelber Rumpf überragt das Kampfgetümmel, während sein Waffenarsenal nach allen Richtungen hin den Tod bringt. Der Stomper Festungsbrecher ist Gashraks ganzer Stolz. Und auf dem Schlachtfeld ist der Warboss stets in der Nähe der Kriegsmaschine zu finden, damit er die angerichtete Zerstörung voll auskosten kann. Zwischen den Kämpfen versucht der Schlitzgrinserstamm stets, den Stomper ein noch protzigeres Aussehen zu verpassen und fügt grelle Farben der Badmoons hinzu, sodass Feinde das Götzenbild nicht übersehen können, ehe es ihnen den Tod bringt.